Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Video von mir. So, jetzt spielen wir Sherlock Holmes Crimes and Punishments. So, als erstes überlege ich gerade, wo wir hingehen. Am besten, nee, ich kann noch nicht aufhören, ich muss das zu Ende bringen. Okay, also muss ich theoretisch, glaube, das muss ich aber so tun. Ich glaube, man muss bestimmt mehrere Gewinner, also mehrere Male gewinnen. Wie gesagt, ich spiele das blinde, deswegen. So, dann versuchen wir es nochmal. Wie gesagt, ich kann es wirklich nicht. Also, ich überspringe jetzt. Ich denke mal, bestimmt dreimal muss man es schaffen oder so. Und dann, ja, wird er vielleicht mal sagen. Zum Wohl, mein Freund. Hinter, will er was sagen. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Keine Arbeit? Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Okay, soll ich dann nochmal abholen? Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. The old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Schwarzer Peter? Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was worse than all. He was a liar, a violent too. Swinging those fists of his around. A tyrant. And not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Einen weiteren Drink. And let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. And I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her. And he wasn't a sailor. The crew must have thought that she foundered. They made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Wer war er? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye, even stranger was that on the second night. He disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You wissen das, oder? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. No, he wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. Are you off to the house? I'll be here with my drink. Okay, jetzt habe ich die abgeschlossen, die Aufgabe. Den Tabak in den Beutel zu identifizieren, diesen Typen. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich hier schon raus? Ja, aber dann gucke ich erstmal, was denn so die Aufgabe eigentlich ist. Wenn sie den Tabak in den Tasche und finden sie heraus, ob der Beutel ihm gehört. Ja, wie soll ich denn das denn machen? Soll ich ihn nochmal ansprechen? Na, mit Sicherheit nicht, oder? Was war denn das gerade? Ach so, jetzt kann ich so ihm sein, das Tabakbeutel unterschieben. Weil, na, wie muss ich ihn, ach so, einfach so reinmachen. Okay, und jetzt, was soll ich denn jetzt machen? Mit dem reden, oder bitte was?
Have you got any tobacco? We've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Wir hören voneinander. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, I'm done here. It's time to leave. Ich war jetzt gerade irgendwie auch ein bisschen durcheinander, deswegen, ich dachte, wir müssen wirklich irgendwie auf Toilette oder so, keine Ahnung. Aber es hat so auch funktioniert. Gut, dann gucken wir mal nach, was wir da als nächstes haben. Um was geht's denn da? Einbruchversuche? Genau, alles klar. Was können wir da? Das Geständnis, Tabakbeutel. Ja, dann mal den Tabakbeutel. Das kann's ja sein. Ach. Na, das habe ich jetzt nicht gelesen. Tabakbeutel beweist Schuld. Patrick Kent hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Patrick Kent hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Genau, weil das muss nicht sein. Es kann ja auch sein, dass einer ihn das geklaut hat, denn er hingegangen ist und so gesehen dann, weiß es? Ah, nichts. So, wo gehen wir jetzt hin als nächstes? Das ist unsere nächste Aufgabe. Okay, dann, ja. Ich hoffe mal noch so, hoffentlich ist der nicht der Schuldige und so. Okay, dann gehen wir erstmal zu Scotland Yard. Können wir noch welche Herleitungen öffnen? Muss ich mal kurz gucken, ne? Drück da jetzt einfach mal. Ah, okay, da habe ich auch noch was gefunden. Was war das jetzt? Was war denn das jetzt? Harmloser Flirt. Verzweifelte Eifersucht, harmloser Flirt. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Careys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Briefe hinaus. Verzweifelte Eifersucht. Liam Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Verzweifelte Eifersucht. Das könnte sogar sein. Das könnte ich mir sogar echt vorstellen. Was ist denn das jetzt hier? Hurtleys Motiv. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Carey gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Oh Gott, jetzt überlegt man gerade. Judith Carey gibt ein Motiv für den Mord an Hurtleys. Ja, aber das Problem ist ja so gesehen, ist es ja eigentlich, war er ja nur der Gärtner. Meiner Meinung nach ist das eigentlich sogar noch gar kein Problem. Was? Ach so, das widerspricht sich. Die könnten sich widersprechen, also könnte es doch ein Motiv sein. Okay, aber ne, ist ja nur ein Motiv. Das ist ja jetzt noch nicht alles, ne? Wir gucken einfach mal nach, was denn sein. Obwohl ich definitiv mir jetzt doch sicher bin, dass der Abonnier das war. Gut, dann können wir ja nochmal reden. Kann ich mit ihm nochmal reden? Du sagst kein weiteres Wort mehr und John, sagst du noch was? Ich habe nichts Falsches gemacht. Ach so, dann muss ich mal gucken, kann ich denn auf B noch was... Hinweise. Gibt's hier noch Hinweise? Okay. Da fehlt mir noch irgendwas, oder? Einbruchversuche, fehlende Blechkiste. Ja. Okay, aber das Tabakbeutel beweist Schuld. Ja, ich finde nicht, dass er unbedingt die Schuld, das ist die Schuld beweist. Ja, siehst du? Nee, Quatsch. Andersrum. Ja, genau. Sie hört das Beweis. Da ist genau sowas. Ach so, das widerspricht sich denn wieder. Das widerspricht... Oh. Eigentlich ist das widerspricht sich doch die Schuld nicht. Jawohl, beweist Besuch. Ja, genau, so meinte ich es. Aber eigentlich die Eifersucht. Können die nicht einfach beide zusammen? Warte mal. Genau. Könnte man... Wie gesagt, das war das. Notizbuch holen? Das ist ja nur sowas. Hui. Ja, ganz schön schwer. Weil da ist jetzt auch nicht mehr so großartig an Aufgaben, wenn ich mal gucke. Dann steht ja hier eigentlich nur noch mit dem John. Dass er kein ungewöhnlicher Einbrecher war. Aber er redet mit einem ja nicht. Kann ich mit dir mal reden, Politis? Nein. Überlege gerade, was wir tun könnten. Ist vielleicht noch hier was? Nee, hier sind noch... Kann ich da noch mal was untersuchen? Aber ich glaube, da war auch nicht mehr dran.
Kann ich da noch was? Ah, ich kann da noch was gucken. Okay, also die Nummer 85. Das hier müsste die sein. Genau. Ah, okay, dann haben wir das auch. Okay, dann haben wir die Thematik auch. Fehlende Blech, fehlende Einbruchsversuche. Sehe jetzt gar nicht. Das war das, genau. Das ist das hier oben. Gestohlene Wertpapiere. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Das. Oh, das ist ja. Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Oh, oh Gott. Möglicher gemeinsamer Mord, sowohl Nelligan als auch Hadley lügen. Von daher können sie möglicherweise beide unter einer Decke stecken. Es gibt zwei Täter. Lösen Sie den Fall, indem Sie den Unschuldigen benennen und sein oder ihr Schicksal. Oh Gott. Oh, ich hoffe, ich kann nicht irgendwas Schlimmes. Es gibt zwei Täter. John Hobley und Liam Hurtley haben Peter Carey gemeinsam ermordet. Nelligans Motiv war Rache für Careys Diebstahl. Hurtley handelte aus Eifersucht und Liebe zu Careys Ehefrau. Nelligan ist der Intitator. Liam Hurtley und John Nelligan haben einen ruchlosen und vorsätzlichen Mord begangen. Dafür werden sie vor Gericht keinerlei Gnade erfahren. Nelligan war nur, war dabei der Intitator, während Hurtley nur der Komplize war. Hurtley ist der Initiator. Liam Hurtley und John Nelligan haben einen ruchlosen und vorsätzlichen Mord begangen. Dafür werden sie vor Gericht keinerlei Gnade erfahren. Hurtley war dabei der Initiator, während Nelligan nur der Komplize war. Oh Gott, ey. Nelligan und Liam haben Peter Carey gemeinsam ermordet. Nelligans Motiv war Rache für Careys Diebstahl. Hurtley handelte aus Eifersucht und Liebe zu Careys Ehefrau. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Hurtley der Hauptmann war, weil, sage ich mal, auch so, das ist ja nur Rache gewesen, muss ich sagen. Rache ist ja noch nicht so unbedingt der Rache für Careys Diebstahl. Ich würde sagen, dass es der war. Moralische Entscheidung bestätigen? Nein, eigentlich nicht, ne? Aber irgendwie kann ich mir das so vorstellen. Ich weiß nicht warum. Weil wenn man wirklich jemanden liebt, dann kann man auch jemanden töten. Ich bin dabei. Oh Gott. The case is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? Die beiden waren es. Inspector Nelligan and Hurtley. What? Well, I would never have guessed, Mr. Holmes. They are a rotten pair, though. It was a combination of two motives, culminating in one crime. What were their motives? The first was revenge. Black Peter possessed the bond certificates that had belonged to Nelligan's father, and young Nelligan wished to retrieve them. And the second? The second was a crime of passion. Liam Hurtley was in love with Black Peter's wife, and this caused a conflict between him and Carrie. Well, well, well. Makes sense, Mr. Holmes. I suggest that you organize a small confrontation between the two. Just to confirm my accusation. That's a good idea, Mr. Holmes. I'll talk to these fellows. Join me in the interrogation room. Okay. Dann haben wir so gesehen den ersten Fall ja schon fast gelöst. Gentlemen, we know everything about your association to kill Black Peter. Oder schon gelöst, so gesagt. Our association? I don't even know this man. You needed to kill Peter Carey. There had to be two of you there. Ridiculous. I'm innocent. All that remains is to determine the level of guilt. Which one of you is the initiator in this case? But I just told you I've never seen this man before. It's him. He's the culprit. He was forcing me. He threatened me. He's the mastermind behind it all. What? Shut up. You're a lunatic. Well, it all seems very clear, don't you think, Mr. Holmes? Both are guilty, of course, but I believe that Hurtley was the initiator of the crime. It's ridiculous. Why would I need the help with this weakling? You wanted to be rid of the man who was terrorizing his wife, and who prevented the two of you from being together. Young Nelligan was just following his lead. You are wrong. I have nothing whatsoever to do with this. You'll explain that to the judge. What does it say?
return to Baker Street. Very well, Mr. Holmes. Goodbye for now. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen am Ende und wirklich am Überlegen gewesen, ob ich das wirklich richtig genannt habe. Vielleicht war es ja auch wirklich nicht mit der Liebe, dass gemordet wird, aber nur, weil er was wieder haben wollte. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Okay, der Mord wurde von zwei Personen geplant, genau, von John und Liam. Während Hadley den Ehemann der Frau aus dem Weg räumen wollte, die er liebte, hat er schnell genug auf die Wertpapiere seines Vaters abgesehen. Sie sind nur in der Meinung gelangt, dass Hadley den Entfernte des Verbrechens war. Jetzt müssen sie vor Gericht verantworten. Gefundene Hinweise waren 16. Schlussfolgerung, es gibt zwei Täter, Entscheidungen, Hölle ist der Infiltrator, Space, halten, um Entscheidungen zu überprüfen, Achtung, Spoiler-Gefahr. Ich weiß es jetzt nicht, ob man unbedingt das jetzt schon anschauen möchte. Ach, ich mach das, es gibt zwei Täter. Okay. So, genau, dann müsste das ja eigentlich, es gibt zwei Täter, das stimmt gar nicht. Es ist nur ein Täter gewesen, oder was? Okay. Ja, aber ich lasse die Entscheidung, weil jetzt hier mit den zwei Tätern da, dann hat es er doch alleine gemacht. So gesehen habe ich dann diesen Typen, die beiden dann reingebracht. Schwierig. Ich will jetzt auch kein anderes Ende, weil ich, wie gesagt, das war meine Entscheidung. Es gab zwei Täter, es war vielleicht falsch, meiner Meinung nach, aber ich will da jetzt auch nichts ändern. Achtung, sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ja. Ich beginne einfach mal ein neues Kapitel. So, was steht da? Ihre Einstufung, Persönlichkeitseinstufung unparteiisch. Ein paar Statistikspieler mit derselben Lösung für den Fall. 5% Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. Okay. Auch interessant. Was stehen denn so, wie viel Prozent sich die oder ein anderer Spieler mit derselben moralischen Entscheidung, Spieler mit derselben Lösung für den Fall? Okay, fortfahren. Das Rätsel auf den Gleisen. Wenn Sie F1 drücken, erhalten Sie Hilfe. Das Reduktionssymbol zeigt an, dass sie genügend Hinweise gefunden haben, um einen Verdächtigen zu überprüfen oder auch zu überführen. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There's someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as
They do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the fourth car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do please at least write to me on your return. Das machen wir bestimmt nicht. Okay, so, was ist jetzt meine kleine Aufgabe, die wir für den nächsten Part machen? Okay, aber erstmal gar nichts. So, na dann mache ich jetzt für erstmal einen Cut. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund und schön daran. Ciao!